Was ist Gott? Seit Anfang unserer Geschichte stellen wir uns diese Frage, doch bis heute kommen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner. In unserer Welt gibt es so viele Religionen, Glaubenssätze, Gottesvorstellungen, dass es fast unmöglich ist, sie alle zu kennen. Mit diesem Thema habe ich mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Und ich glaube, dass ich jetzt die Antworten auf meine Fragen gefunden habe. Die Philosophie, oder besser gesagt, die Glaubensform, über die ich in diesem Video sprechen möchte, wird eigentlich so gut wie nie in den Medien oder auch in der Schule erwähnt. Ursprünglich kommt sie aus der Mystik und ist deswegen auch grundlegend anders als die meisten Weltreligionen, wie wir es im Christentum oder im Islam kennen. Die Rede ist vom Pantheismus. Der Pantheismus ist eine philosophische Idee, die besagt, dass Gott eins mit der Natur und der Welt ist. Es geht also nicht um einen personifizierten Gott, wie man es so oft hört, sondern Gott wird vielmehr im Aufbau und in der Struktur des Universums gesehen. Es gibt für diese Glaubensform auch keine heiligen Schriften. Gott ist alles und alles ist in Gott. Daraus folgt, dass Gott auch in uns selbst zu finden ist, so wie in jedem Baum, in jeder Pflanze und in jedem Tier. Gott ist so gesehen also ein Synonym für alles, was da ist und je sein wird. Der Begriff vom Pantheismus geht auf John Tolan zurück. Er war ein irischer Freidenker während der Zeit der Aufklärung. Der Begriff leitet sich dabei von den griechischen Wörtern Pan, was alles bedeutet, und Theos, also Gott, ab. Der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza war der Begründer des Spinozismus. Seinem Weltbild zufolge sind Geist und Materie keine getrennten Substanzen, sondern zwei Eigenschaften einer Substanz, die er als Gott ansah. Erwähnenswert ist, dass das Wort Substanz von Spinoza anders gemeint war, als in unserer heutigen Umgangssprache. Vom Wortursprung wurde es abgeleitet und bedeutet das Darunterstehende, das Eine und das Unendliche, das unter und auch hinter allen Dingen steht und das alles Sein in sich vereint, die Substanz sei ewig, unendlich und aus sich selbst existierend. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden diese Ansichten aber eher als eine Art Light-Version des Atheismus angesehen. Meine Meinung ist aber, dass sich der Atheismus vom Pantheismus sehr wohl unterscheidet. Zwar begründe ich meine Glaubensphilosophie oft mit moderner Wissenschaft, dennoch glaube ich nicht an ein rein materialistisches Weltbild, wie es bei den Atheisten üblich ist. Selbst Albert Einstein kam pantheistischen Gedanken sehr nahe. Für ihn schien es auch irrational, dass ein Wesen in den Gang des Weltgeschehens eingreift. Ein Zitat von ihm verdeutlicht seine Sympathie zum pantheistischen Philosophen Spinoza. Spinoza ist einer der tiefsten und reinsten Menschen, welche unser jüdisches Volk hervorgebracht hat. Ein bekannter Ausspruch von ihm kommt ebenfalls dem Pantheismus sehr nahe: Gott würfelt nicht. In einem Brief vom 21. März 1942 schrieb er an den ungarischen Mathematiker und Physiker Cornelius Lanczos: Es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt und sich telepathischer Mittel bedient, wie es ihm von der gegenwärtigen Quantentheorie zugemutet wird, kann ich keinen Augenblick glauben. Auch Goethe war den Lehren Spinozas eindeutig nicht abgeneigt. In seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit ehrt Goethe Spinoza mit den Worten: Die alles ausgleichende Ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden Streben und machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Verehrer. Das Konzept der Weltseele, welche von Platon geprägt ist, könnte man auch in eine pantheistische Schublade stecken. So viele namhafte Köpfe kamen pantheistischen Gedankengut nahe, dass es wirklich schwer ist, sie alle aufzuzählen. Vielen ist vermutlich auch gar nicht bewusst, dass der Pantheismus sogar weitaus älter ist als zum Beispiel das Christentum. Der Brahmanismus,
Eine pantheistisch-religiöse Philosophie war um 800 bis 500 vor Christus die dominierende Religion in Indien. Die Lehre ist in den sogenannten Upanishaden niedergeschrieben, die eine Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus sind. Dort geht es um Brahman und Atman. Die kosmische Substanz Brahman und die psychische Substanz Atman seien völlig wesensgleich. Diese Identität müsse der Mensch jedoch erst spirituell erkennen, bevor er die Erlösung erreichen kann. Daran erkennt man, dass der Pantheismus schon in unseren frühesten Kulturen existent war. Auch in den Weltreligionen lässt sich einiges pantheistisch deuten. So heißt es zum Beispiel in der Bibel: Ein Gott und Vater aller, der da ist, über euch alle und durch euch alle und in euch allen. Epheser Kapitel 4, Vers 5 bis 6. Oder auch: In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28. Damit möchte ich nicht behaupten, dass manche Weltreligionen eigentlich nur pantheistisch sind. Doch ich denke, dass wir uns nicht immer so sehr darauf konzentrieren sollten, was sich von uns unterscheidet, sondern was sich gleicht. Für mich als Pantheisten geht es sowieso nicht darum, wer recht hat und wer nicht, sondern es geht einzig und allein um die Erkenntnis, dass wir alle ein Teil des Gleichen sind und uns auch so gegenseitig behandeln sollten. Vor Jahren bin ich zum Pantheismus gekommen. In einer schweren Phase meines Lebens stellte ich mir immer öfters Fragen über das Leben und die Welt. Daraufhin entdeckte ich in einer Bibliothek ein Buch mit dem Titel Gespräche mit Gott. In diesem Werk geht es um den Autor Neil Donald Walsh, der ebenso in einer schweren Phase seines Lebens Fragen an Gott stellte und tatsächlich Antworten erhielt. Ja, ich weiß, im ersten Moment klingt das vermutlich etwas verrückt. Und so habe ich auch gedacht, bis ich es gelesen habe. Ich muss sagen, dass ich zu der Zeit sehr atheistisch eingestellt war, also sehr skeptisch. In Gesprächen mit Gott wird ein Gottesbild dargestellt, welches mir vorher so nicht bekannt war. Gott wird ganz anders definiert und in dem Buch entfernt man sich von der gewohnten Vorstellung. Natürlich habe ich auch in Erwägung gezogen, dass der Autor im Grunde nur mit sich selbst spricht und dementsprechend alles erfindet. Doch genau darin liegt die Botschaft nach meiner Meinung. Viele verstehen dieses Buch deswegen nicht ganz. Denn wenn wir, wie im Pantheismus beschrieben, auch in uns Gott finden können, dann ist doch im Grunde jedes Gespräch mit Gott doch eine Art Selbstgespräch. Das Buch war also für mich ein Grundstein. Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ist es vielleicht gefährlich, sich selbst als Gott zu betiteln? Wenn wir aber mal wirklich auf unsere Welt schauen, dann sollten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, funktionieren denn unsere jetzigen Werte? Sie gründen doch auch oft auf Religionen, die uns lehren, uns selbst als schlecht anzusehen. Wenn aber diese Werte doch funktionieren, dann würde doch unsere Welt nicht in so einem Zustand sein. Kriege, Armut, Konflikte, die Zerstörung unserer Umwelt, Tierquälerei, die Liste unserer Probleme ist endlos und im Grunde haben wir sie bis heute nicht lösen können. Im Pantheismus geht es aber eigentlich auch nicht darum, sich als Gott zu bezeichnen, sondern es geht darum, die Trennung zwischen uns aufzulösen und uns direkt ins Gesicht zu schauen. Es geht um Begegnung und Erfahrung. Wir tragen die Verantwortung für diese Welt, weil wir unsere Welt schaffen und das immer wieder neu. Am Pantheismus gefällt mir, dass es nicht um die Einhaltung von irgendwelchen Gesetzen geht, sondern um das Abenteuer der Diesseitigkeit. Das Abenteuer des Lebens besteht für mich darin, die besten Werte selbst zu entwickeln. Es geht um Selbsterkenntnis, um eine Forschung nach Sinn und Unsinn des Lebens. Pantheisten brauchen keine Wunder und keine großen Worte, um Gott zu finden. Denn Gott ist stets bei uns, in allen Momenten des Lebens, welches vergöttlicht wird. Besonders toll finde ich auch den Bezug zur Natur. Wir sollten uns wieder als Naturgeschöpfe verstehen, denn die Natur ist nicht einfach irgendein Nebenprodukt. Sie ist der Geber und Nehmer.
Wir sind Natur und wir stammen aus ihr. Das wurde mir durch den Pantheismus immer klarer. Es ist kein Zufall, dass ich mich in der Natur wie zu Hause fühle und in ihr Ruhe finden kann. Man kann also zusammenfassen, dass Pantheismus der Gottesglaube für Philosophen und Naturfreunde von heute ist. Denn durch diese Lehre entstehen große Gedanken, große Poesie, große Gefühle und eine tiefgreifende Stille. Der Pantheismus ist über die Jahre immer bekannter geworden. Wir haben 2018 einen Verein gegründet. Die Liga der Pantheisten hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, den Pantheismus zu verbreiten, sondern auch an unserer geistigen Weiterentwicklung aktiv mitzuwirken. Auch wenn alle pantheistische Filme wie König der Löwen oder Avatar kennen, so kennen die wenigsten doch den Begriff. Die meisten Pantheisten wissen nicht, dass sie Pantheisten sind. Doch das wird sich ändern. Denn immer mehr Menschen wollen Alternativen, Tiefe in ihrem Leben und Spiritualität. Ich bin mehr als glücklich darüber, dass ich den Pantheismus entdeckt habe. Er hat mein Leben völlig verändert und das in einem positiven Sinne. Wer sich zu dem Thema noch ausführlicher informieren möchte, dem empfehle ich folgende Bücher: Alles Eins von Martin Sagel und Pantheismus für Anfänger von Simon Axtinat. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Pantheist.